Nun denn, dritter Tag heute. Vor 2 Tagen ist der Rumpf gekommen von flashrc.com. Der hatte diesen MD500 noch mit der Bemalung. Das ist jetzt dritter Tag heute. Ich bin schon mit dem Rumpf ziemlich weit vorangekommen. Da habe ich noch meine Spanten eingeklebt zur Verstärkung. Dann habe ich da noch innen noch 2 Holzspanten geklebt. Sieht man das? Ja. Damit es an der Seite hier noch ein bisschen stabiler wird. Hier an dem Part. Die Haube, das ist jetzt eine runde Haube. Jetzt habe ich sozusagen 2 Helikopter, einmal mit einer runden Haube, einmal mit einer spitzen Haube. Was natürlich nicht passt, ist jetzt, dass ich einfach nur die spitze Haube da drauf setzen kann. Die Noppen passen nicht, die Löcher auspassen nicht, die Schraubverschlüsse passen nicht, die Magneten sind falsch rum. Ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich hier alles abgesägt habe, Magneten rausgenommen habe, rausgebrochen habe und dann mal die Haube da drauf gesetzt. Passt gut auf den Rahmen. Das heißt, ich muss also hier, bin ich dann gut beschäftigt, hier die exakten Löcher zu finden, plus die Schraubverschlüsse, plus die Magneten rausnehmen, weil die sind Nord-Nordpol und Süd-Südpol verträgt sich nicht so gut. Das stößt sich eher ab, als dass es was irgendwas zusammenzieht. Kennen wir ja aus dem Schulunterricht. Die Scheiben fand ich jetzt ein bisschen besser, weil die sind etwas verdunkelt. Die hatte ich ja verklebt. Die sind noch frei. Das ist ein bisschen verdunkeltes Glas. Das ist natürlich glasklar. Klar Glas hier. Gut, also ich werde es so machen, dass ich erstmal die Spitze vorbereiten werde, dass die genau da drauf passt. Also erst kümmere ich mich mal um diesen Hauptrumpf hier noch. Das ist alles schon, da habe ich noch, wie gesagt, so eine leichte Aussparung gemacht, damit ich da keine Probleme kriege mit dem Gestänge vom Hauptrotor. Die Klötze, das ist wirklich ein gutes Konzept. So kann man die Mechanik exakt genau, auf einen Millimeter genau ausrichten. Dass es exakt so reinpasst. Also hinten, dass es auch genau stimmt. Das ist wirklich, das ist Millimeterarbeit. Da kann man nicht mit irgendwelchen vorgebohrten Löchern arbeiten. Das ist irgendwie ein bisschen. Aber so funktioniert es gut, wie gesagt, hier mit Schraubverschlüssen. Das wird jetzt noch alles abgeklebt heute. Der Rumpf wird dann innen noch lackiert in Silber wie vorher. Hier der Motorraum, der wird wieder schwarz, also genau wie beim vorherigen Modell. So hatte ich das ja gemacht. Jetzt ist es noch schöner geworden im Endeffekt. Man hat natürlich so ein bisschen Routine beim zweiten Mal. Da weiß man schon, welche Fehler man nicht mehr machen sollte. Ja, das ist natürlich schade, dass man irgendwie die Fenster, das ist, passt so natürlich auch nicht. Also das sind natürlich handgefertigte Rümpfe hier, die sind nicht gut, dafür sind sie ein bisschen günstiger. Ne? Die Kunsthandwerker, Modellbauer, weiß man ja, die Arbeit pro Stunde ist ja nicht so viel wert. Ne? Der Businessmensch, der nur hinter seinen Online-Marketing-Statistiken sitzt und sagt, ich will vom Künstler mindestens 90% mitverdiente, wenn der Künstler dann noch 10% verdient, dann hat er noch einen Haufen Papierkram für Steuern, das reicht ihm ja.
Also ich glaube jetzt, weiß jetzt nicht, ob die Angestellten da, ich glaube in China wird der gebaut, ne, der Rumpf. Also es gibt auch Rümpfe für 2000 Euro, logisch, gibt es auch, ja, je teurer. Aber man, trotzdem, ich fliege den Helikopter im Rumpf, das war jetzt wirklich mein Fehler. Ich habe, wie gesagt, zu viel dem Flight Controller vertraut, dass der in Bodennähe sich dann genau da sitzt, wo ich ihn hinsteuern wollte, und er driftet aber nach hinten auf die Kamerafrau zu, und ich habe noch nicht so viel spiegelverkehrtes Fliegen, habe ich, so weit bin ich noch nicht gekommen, weil das wollte ich dann lernen, wenn der Turn richtig sauber, stabil funktioniert, aber die Kamerafrau war mir wichtiger, deswegen habe ich ihn dann schnell abgesetzt. Und jetzt, gut, der Rumpf ist schon, wie gesagt, in Arbeit, also der ist schon fertig eigentlich. Die Mechanik sitzt 1a Millimeter genau drin. Jetzt kann ich es dann alles abkleben und spritzen. Die Türen, wie gesagt, die alten, die passen nicht drauf. Das passt nicht, weil das sind, wie gesagt, alles handgefertigte Rümpfe, die werden auch jedes Mal, glaube ich, ein Stück anders bemalt. Deswegen passt jetzt natürlich die ganze Bemalung nicht mehr von den alten Fenstern, selbst wenn ich sie, wenn man sie passgenau reinsetzen könnte. Das sieht natürlich nicht aus, ne? Deswegen muss ich die Fenster nochmal machen. Die haben sie auch anders gemacht. Das waren voll. Das war ein Massivbauteil. Das ist jetzt anders hier. Die haben das anders gelöst. So einen Rahmen im Endeffekt gemacht. Das muss ich ein bisschen anders. Das könnten sie ein bisschen schöner kleben, damit man nicht so eine Wulste hat. Das werde ich noch mal ein bisschen überarbeiten. Also Fenstergummi tauglich. Ich hoffe, der reicht noch, sonst muss ich wieder Wochen warten, bis der Fenstergummi kommt. Also es ist natürlich sehr viel Kleinarbeit. Das ist kein Kit, den man sich kauft und dann reinschrauben, loslegen. Gut, kann man so machen, aber es ist mir jetzt ein bisschen. Schade, das jetzt auf die Schnelle so zusammen. So passt natürlich die Malung wieder drauf. Insofern werde ich die Fenster nochmal machen müssen. Ich glaube schon, dass ich da noch eine Zeit lang beschäftigt bin, bis die Fenster dann fertig sind. Und dann muss ich, wie gesagt, hier in der anderen Nose die Noppen. Autobahnstraße hier gerade, der Kieswerkverkehr, den Siedlungsausbau. Die Löcher neu setzen, für die Stifte dann die Magneten alle rausnehmen bei der Spitzennose, den Schraubverschluss neu setzen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das rausbekomme. Das wird irgendwie entweder Fräsarbeit oder nicht, das ist nicht so ganz einfach das Thema. Und dann passt genau wieder drauf. Passt genau wieder draufsetzen. Wir sind schon ein gutes Stück voraus. Die Kufen habe ich gespritzt in Rot. Schön. Das sieht im Endeffekt fast wieder genauso aus, wenn nicht besser, aber noch als vorher. Die Mechanik passt schon. Die Löcher. Das ist noch ein bisschen Fitzelarbeit. Dann kümmere ich mich dann noch ums Tail. Aber soweit
sieht es schon mal wieder ganz gut aus. Und jetzt habe ich im Endeffekt zwei Helikopter. Ne? Also einmal mit einer spitzen Nose und einmal, ich finde ja die spitze Nose schöner, weil sie aerodynamischer aussieht. Das Cockpit mache ich dann, glaube ich, wenn die spitze Nose wieder genau drauf passt. Mit den Steckverbindungen, da habe ich ja Steckverbindungen eingebaut. Diese Magnetstecker, dass man nur die Haube abnehmen muss und man muss gar keine Steckerchen zusammenstecken, eine Haube draufsetzen und dann leuchten die beiden Leuchten vorne. Da muss man ein bisschen, das sieht, wenn man es kauft, sieht es anders aus, die Nose. Da waren, glaube ich, zwei Aussparungen, hier ist gar nichts. Gut, da kann man noch eine Lampe reinsetzen. Das muss ich dir mal da angucken. Dann muss ich mir noch eine Lampe so ein bisschen bauen. Oder vielleicht mal schauen, ob man da welche Bauteilchen noch bekommt für Lampen einbauen. Und gut, die Mechanik ist ja soweit. Gesamte Mechanik, Elektronik. Das war ja mein Konzept, dass wirklich, man kann die komplette Mechanik rausnehmen und die gesamte Elektronik sitzt da an der Mechanik. Man muss also gar nichts an elektrischen Komponenten, Bauteilen, die noch irgendwo anders am Rumpf hängen oder so, gut bis auf den Heckerstecker. Da ist auch schon alles vorbereitet. Ansonsten ist das, sitzt das wirklich alles hier in der Mechanik drin. Der Safety Power Switch, der Motorregler, Motor, Servos, die komplette Verkabelung, Flight Controller. Also das ist jetzt wirklich kein schlechtes Konzept, finde ich gut. Somit tut man sich wesentlich leichter bei der Mechanik ein- und ausbauen mit den Schraubverschlüssen. Ist es wirklich ganz praktisch. Genau, das ist also schon hinten, das passt wieder genau. Ist jetzt noch ein Tick gerader als vorher, weil ich da noch eine andere, das etwas höhere Plastikbauteil eingebaut habe. Verwendet habe. Das ist noch so ein zwei Scheiben ungefähr, damit das noch ein Tick runterfällt hinten. Und jetzt sitzt es so ziemlich genau schön in einer Linie und das kann man aber wie gesagt mit den verklebten Hölzern. Ich nehme dann Holzleim, das hält wirklich bombenfest gut. Die Einpressmuttern, die sind wie gesagt hier vorne, kann man sie unten reinsetzen. Hinten habe ich es ins Hölzchen reingeklebt auf die Unterseite. Und das, also das ist ein Hartholz hier, das ist kein Balsaholz. Und das ist eine ganz gute Idee, da dieses Einpressmutter auf die andere Seite ans Hölzchen hinten rankleben. Einkleben sozusagen und dann kann man das, die Holzschiene genauso wie man braucht ausrichten, damit es dann exakt mittig sitzt, perfekt im Gehäuse und hinten man das genau ausrichten kann, damit das alles schön in Linie sitzt. Das ist wie gesagt alles Handarbeit, glaube ich. Gut, kann man deswegen. Sind das keine Modelle, die man einfach so kaufen kann. Es gibt, glaube ich, wie gesagt, Saudi-Arabia, so ein RC-Model-Verein, da habt ihr mal so ein paar Videos angesehen, die geben da wirklich gutes Geld aus, damit dann andere Leute die Modelle für sie bauen und sie können die halt dann nur fliegen. Heute ist übrigens wieder so ein Wetter, da wäre ich vorsichtig, richtig bombig, war heiß, über 30 Grad. Ich habe den, wie gesagt, noch nicht getestet, den Evo Drift. Ich habe da noch überhaupt keine Erfahrung. Also länger als 2 Sekunden darf man den sowieso
nicht auf 100% Trottel treiben, sonst steigt der aus. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das geht mit dem anderen Headroom. Es ist ja ein 17 Zähne Pinion Gear jetzt drauf, aus gehärtetem Stahl. Das ist ein 840 kV Motor. Jetzt ist natürlich die Throttle Curve sieht jetzt anders aus. Mit dem Hover, den Offset werde ich auf 0 lassen, mal sehen wie es fliegt. Ich habe da wie gesagt mit dem Motor noch gar keine Erfahrung, weiß auch nicht wie heiß der wird. Aber heute bei so 32 Grad Außentemperaturen und warmen Winden mit geschlossenem Gehäuse wäre ich vorsichtig. Da steigen Motorregler gerne mal aus. Aber jetzt, wie gesagt, kümmere ich mich erstmal um die. Erstmal hier das hier fertig machen. Das wird jetzt innen, wie gesagt, noch schwarz gespritzt. Hier innen Silber. Jetzt muss ich den ganzen Mechanik nochmal rausnehmen, Rumpf abkleben. Dann geht es an Spritzen. Wenn das Hauptteil fertig ist, dann kümmere ich mich hier um die Fenster. Wenn die fertig sind, dann kümmere ich mich als letztes um die spitze Nose, damit die spitze Nose wieder drauf passt. Werde es dann mal fliegen. Schauen, wie es fliegt mit dem Motor. Wie viel Restvolt ich da rauskriege, wie heiß der Motor wird. Der ist, wie gesagt, für 550 bis 600er Helis. Schauen, wie es fliegt. Und wenn es dann gut fliegt und die Hovers und die Offset auf 0 alle stehen und die RPM stimmt und alles okay ist, dann werde ich hier nochmal ein Kunstwerk draus machen aus der vorderen. Das ist wie gesagt Klarglas. Wäre schön, wenn es ein bisschen verdunkelt wäre. Es ist ein bisschen schöner, finde ich, immer so leicht verdunkelte Scheiben. Sieht irgendwie echter aus als so Glasklarscheiben. Weil wie gesagt, also so ist es ja kein Helikopter, ne? Wenn man da so reingucken kann und dann sieht man da so einen Akkupack und Kabel und da muss so ein Bänder in den Cockpit rein und dann mal gucken. Das ist so der Plan, ne? Jetzt erstmal das hier fertig machen, dann die Fenster, dann die Spitze anpassen, damit sie da exakt drauf passt. Wie gesagt, ich habe die Haube mal auf den Rumpf gesetzt, um zu sehen, ob denn die äußere Form gut stimmt. Nee, nicht, dass ich dann irgendwelche 2-3 mm Überstände hier habe und es passt nicht genau, aber es sieht gut aus. Also die neue Haube passt auf den alten Rumpf drauf. Wenn ich da alle Stifte und alle Magnete rausnehme, sonst kann man das nicht genau anpassen und sehen, ob es passt, aber es passt. Und dann muss ich halt die Spitze so abändern, damit dann die Spitze wieder drauf passt, ne? Die Spitze aerodynamische Haube. Und wenn das dann alles fliegt und tauglich ist, dann werde ich mich nochmal hier um dieses abgerundete Cockpit kümmern, hier noch eine Lampe einbauen, Cockpit und dann die Verkabelung wieder, da sind ja zwei Scheinwerfer plus das rote Signallicht. Muss ich mir die Stecker noch besorgen, die müssen dann auch wieder exakt drauf passen. Das ist wie gesagt so ein so sieht das aus. Das sind diese vier Kontaktpunkte. Setzt man die Haube drauf und dann leuchten alle Leuchten, einfach nur verschrauben, fertig. Das gleiche Konzept will ich ja hier auch machen, deswegen habe ich hier schon mal das alles vorbereitet. Genau,
Das ist jetzt aber noch ein bisschen, also von heute auf morgen geht es nicht, aber wir machen Fortschritt.